Hallo ihr Lieben, mit fälliger Begleitung heute mal wieder. Der kleine Mann ist mit auf dem Tisch und begutachtet, was ich eingekauft habe. Ihr habt es gesehen, es gibt wieder für euch einen Foodhaul. Meine Frau, die Coco, muss denken, auch mit ihren Senf dazugeben. Ja, meine Frau war einkaufen, ich bin noch nicht so wieder auf der Höhe, beziehungsweise heute Nacht, bisschen Erkältung und sowas. Deswegen Schal und falls ich zerknautscht ausschaue, auch sorry. Aber wie immer, ganz viel Spaß erstmal. Ich hoffe, die kleine Kuckumaus ist mal kurz ein bisschen brav, in Anführungszeichen. Ihr habt es ja vielleicht in einem Videovlog kurz mitbekommen, wenn ihr das geschaut habt, dass wir momentan wieder in der Hundeschule mit ihr sind und trainieren. Und ja, dann kann das Bellen auch am Anfang noch mal ein bisschen verstärkt auftreten, hat die Hundetrainerin erzählt. Und der kleine Chili, dem gefällt es hier. Der hat gerade seinen Thunfisch bekommen. Der müsste eigentlich zufrieden jetzt sein. Ja, okay, ich lege jetzt einfach mal los. Meine Frau war beim Lidl wieder, wie fast immer, und beim Edeka und beim Metzger im Bioladen. Also, ich kann euch heute mal ein kleines Wasser zeigen. 9er Träger, Medium beim Lidl. Das holen wir eigentlich so gut wie immer, nur das zeige ich euch kaum, weil wir das meistens schon verräumen, bevor ich es überhaupt hier auf den Tisch stelle. Genauso wie so ein 6er Träger Wasser, auch Medium beim Lidl. Ja, also, es ist ein bisschen durcheinander eventuell jetzt hier in den Körben wieder, weil ich jetzt auch nicht selber eingeräumt habe, aber das kriegen wir hin, ne? Beim Lidl hat meine Frau zweimal Himbeeren wieder mitgenommen. Das macht sie sich gerne mit zum Porridge oder ich glaube mehr in Naturjoghurt zum Frühstücken. Dann hat sie auch, wenn ihr meine Foodhaul schon öfter geschaut habt, zeige ich euch auch öfter mal körnigen Frischkäse, diesen von Milbona, den Bio mag sie wohl am liebsten, meine Frau. Hat sie dann dreimal für sich mitgenommen. Ich esse den weniger, aber ihr könnt es gut einfach nehmen, Schnittlauch rein oder Knoblauch rein oder Chili rein oder Pfeffer rein oder alles zusammen und dann einfach so als Snack oder als Proteinquelle kann man das echt gut essen. Also falls ihr nicht vegan lebt natürlich, ne? So, dann brauchten wir, ich sage euch auch später noch den Foodplan, falls ich jetzt ein bisschen außer Atem bin und ein bisschen schnell und gestresst wirke, sorry dafür, ich versuche mich zusammenzureißen, aber ich habe beide Tiere gerade da und bei der Coco, naja, ist es immer ein bisschen angespannte Lage, wenn sie gerade in ihrer Bellphase ist. Aber wir üben ja. Also einmal von Freschona Kidneybohnen durften mit, dann eine Dose Mais auch. Dann, ihr Lieben, die muss ich dann gleich mal einfrieren. Haben wir für Bohnen gebraucht. Prinzessbohnen kam ein Sack mit. Ein Kilo. Dann haben wir auch einmal Brokkoli-Röschen in TK-Form. Auch ein Kilo. Oder hat meine Frau mitgebracht. Das kriege ich jetzt kurz ein. Dann kommt, wollte ich euch gerade eigentlich einen Spitzkohl noch zeigen. Einen großen Spitzkohl. Meine Frau kommt gerade vom Auto wegräumen. Coco schlägt an. Bin schon zweimal zur Tür gegangen. Okay, dann ist die Regel im Moment bellen lassen. Hi, also Spitzkohl. So. Dann Kokosnussmilch, diese fettreduzierte durfte auch mit. Ein Kohlrabi. Dann brauchten wir wieder zum Entkalken vom Wasserkocher oder der Spüle so ein Essigessenz. Und da kommt ein vierter Könige Frischkäse daher. So einen High-Protein-Pistazien-Geschmack-Pudding von Milbona. Den kann ich euch sehr empfehlen. Also der ist sehr lecker, muss ich sagen. So, dann machen wir hier weiter. Ich hole das eben mal her. Ja, ich wollte Tofu, Naturtofu von Sojabohnen, von Bioland hier, der Eigenmarke von Vemondo, der eigen veganen Marke von Lidl. Habe jetzt mal Tofu wieder mitgenommen. Dann, ach so, wir haben dann nochmal den Pistazienpudding. Dann haben wir zwei insgesamt. Und dann haben wir nochmal diesen Haselnussgeschmackpudding, den High Protein von Vemondo. Ich habe es euch schon öfter gesagt, der schmeckt ein bisschen wie Monte. Dann kommt was Leckeres. Oh mein Gott, Partygarnelen. Ohne Schale und gekocht. Von Nautica. Manchmal gibt es sie in der App im Angebot, aber ja, diesmal wohl nicht. Aber ich bekam sie trotzdem. Die sind so gut.
Okay, dann haben wir eine gekühlte, streichzarte, gesalzene Buttervollmehlbohne. Und einen, den kann ich auch gleich einfrieren, einen Wildlachs haben wir noch geholt. Außerdem durfte noch mal ein Toast mit einem Weizentoast. Und zwei Hafermilchs von Bemondo wieder, von der Lidl Eigenmarke. Dann brauchten wir auch gehackte Tomaten, eine Dose. Und wir brauchten auch so einen Reis. Da haben wir jetzt ein Basmati-Reis hier. 500 Gramm, da kommt man dann wieder einige Zeit hin. Den fülle ich dann wieder um. Dann haben wir diese Tomaten noch. Und Tomatenmark durfte auch mit. Sowie Red Bull in der Sugar-Free-Variante. Also der Red Bull, der war vom Lidl, ist so ein Sechserträger. So, und dann haben wir hier auch nur noch, ich glaube, vom Lidl war es das dann tatsächlich auch schon, so eine Merci. Die werden wir verschenken für unsere liebe Nachbarin, die öfter auf die Koko aufpasst. Ja, das ist eine sehr große Entlastung, wenn ich den Hund mal zum Beispiel zum Arzttermin nicht mitnehmen kann. Dann haben wir, also jetzt geht's beim Edeka weiter. Es sind aber nur ein paar Produkte und dann kommen wir noch zum Fleischer. Dickmanns. Oh, Tannenschaum. Sehr lustig, die Verpackung alleine. Also diese weihnachtlichen Dickmanns hier, oh mein Gott, die sehen so niedlich aus. Guckt mal, wie süß das einfach ist. So Tannenspitzen mit Zuckerstreuseln. Oh, yummy. Leute, soll ich euch was verraten? Vielleicht ziehe ich es dann mehr durch, wenn ich es hier gesagt habe. Ich möchte eine eigene Challenge für mich starten. Ich möchte mich eigens challengen. Ich habe vor ein paar Jahren, ist aber auch schon relativ lange her, einmal im Monat an einem Tag nur was Süßes gegessen und den Rest des Monats auf Süßigkeiten verzichtet. Süßigkeiten beinhaltet aber vor allem, also auch natürlich, wenn ich backen möchte, also Kuchen. Das wird mir ein bisschen schwer fallen, weil ich backe so gerne, weil das mir einfach super Spaß macht. Aber ich werde mich challengen. Einmal im Monat nur was Süßes. Ja. Und ich werde anfangen nach meinem Geburtstag, der ist jetzt am Sonntag, werde ich beginnen und dann einen Monat nichts Süßes essen. Ich habe das damals voll gut geschafft, aber momentan bin ich mir sehr unsicher. Ich werde euch, wenn ihr möchtet, berichten, ob ich es durchziehen kann. Man kann das natürlich schaffen, das ist eigentlich kein Problem. Aber ich habe so viel Süßigkeiten gesuchtet, ihr habt es ja mitbekommen. Ich habe im Aufgebraucht-Video euch gezeigt, wie viel Süßigkeiten ich aufgebraucht habe. Dann habe ich in den Food Halls euch so viel Süßigkeiten immer gezeigt. Naja, ich bin gespannt. So, dann durfte beim Edeka ein Zitronensaft mit für den Tee und noch Salbei-Bonbons, die zuckerfreien von Gut und Günstig. Mit Salbei-Extrakt und Salbei-Öl. Ja, da hat meine Frau jetzt an mich gedacht, weil ich ja ein bisschen Halsschmerzen habe. Ja, sehr gut. Muss man halt auch dann immer daheim haben. So, wie gesagt, jetzt sind wir im Bioladen schon angekommen, beim Metzger. Da haben wir in der Dubberdose, wir versuchen immer Dubberdosen mitzunehmen beim Metzger. Da haben wir zwei Stückchen, also zwei, ja, Stücke kann man schon sagen. Vom Rindfilet, also Rindersteak, Rindfilet, ich weiß nicht, so was jetzt meine Frau genommen hat. Okay, dann haben wir, oh lecker, also dann haben wir einmal für mich, hat meine Frau mir Leberwurst, feine Leberwurst mitgebracht. Die schnabuliere ich meistens einfach ohne Brot. Total verrückt, aber naja. Dann haben wir auch noch gekochten Schinken, hier gekochten Schinken. Und dann haben wir noch mal zweimal Hackfleisch. Ich glaube, einmal 300 Gramm und einmal 200 Gramm. Und was haben wir hier noch? Ach so, eine Wiener. Warum eine Wiener? Ich wollte eigentlich ein paar Wiener. Naja, okay. Jetzt haben wir eine Wiener. Ja, und zu guter Letzt, ihr Lieben, haben wir auch nur noch dieses hier,
Das ist Schwein, Pute, das weiß ich nicht genau, was es immer ist, gewürfelt Pute, halt. Pute, Pute, sie hat extra frisch gemacht für uns. Also sie hat, extra frisch, okay. Extra Pute klein geschnitten zum Anbraten. Und jetzt hole ich den Essensplan und dann sage ich euch noch, was wir essen werden. Also wir machen den griechischen Hackbraten mit Ofenpommes. Kartoffeln müssten wir noch da haben. Dann den Lachs mit Rosmarinkartoffeln wird es geben. Dann mache ich noch einen deftigen Kartoffelsalat. Dafür die Speckwürfel, glaube ich, und die Bohnen, die TK-Bohnen. Da mache ich, zum Kartoffelsalat mache ich die Rindersteaks dazu. Dann wird es noch eine One-Pot-Pasta mit Spitzkohl geben. Deswegen Spitzkohl. Pasta haben wir noch da. Das ist super lecker, dieses One-Pot-Gericht. Geht, glaube ich, auch sehr schnell und ist super gut. Dann wird es noch einmal Chili con Carne geben. Also deswegen auch Hackfleisch. Und wir werden einmal noch Toast Hawaii machen, deswegen das Toast, den gekochten Schinken und Ananas haben wir noch aus der Dose. Ja, dein Geburtstag, aber da wollen wir auch essen gehen. Ja, mal schauen. Also, ja, ich habe meine Freundin gehört, an meinem Geburtstag gehen wir vielleicht essen, aber vielleicht machen wir auch einfach uns gemütlich teil und machen das Toast Hawaii. Ich liebe Toast Hawaii, schon jahrelang nicht mehr gegessen. So eine Kindheitserinnerung, kennt ihr vielleicht auch. Also Ananas haben wir noch da, ja, eingezuckert jetzt halt in der Dose, mein Gott. Vielleicht spüle ich die ein bisschen ab. Weil frische Ananas will ich jetzt in dieser Saison eigentlich auch nicht kaufen. Kriegt man wahrscheinlich auch nicht jetzt, oder? Naja, gut. Okay. Ja, okay. Ihr Lieben, vielen Dank euch fürs Zuschauen bis hierher. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.